Hallo Leute zu einer weiteren Folge Pokémon Trumpf. Wer hat die Hodenholger rausgelöscht? Das war ich. So, der Verlierer der letzten Runde, also René, darf beginnen. Und ja, wir haben unsere Karten schon aufgeteilt. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, sollte sie auf jeden Fall angucken. Ich spoilere jetzt nicht, wer sie gewonnen hat. Könnt ihr nachgucken. So, ja, René, worum geht's denn bei... Ach was, ich darf anfangen? Ich habe nicht zugehört, sorry. Du darfst anfangen. Ja, scheiße, das ist ein richtiges Kackvieh. Also ich habe zwei legendäre Pokémon auf der Hand und das ist nicht das erste. Fünf auf Kackvieh. Ja, komm. Dann machen wir halt hier... Ja, wobei... Ah, ja, vorbei. Ah, warte mal. Ja, dann mach ich schwarz. Ja, mach mal schwarz, ne? Mach mal Stärke. Stärke? Stärke. Ich glaube, da könnte ich noch am ehesten gewinnen. Stärke. Wollte erst Fangrate nehmen, aber da gibt's viele mit Maximum. Stärke. Moller überlegt Stärke und malt aber dann während immer am Tisch rum. Zur Folgenlänge, wir spielen so lange, bis einer keine drei Karten mehr für eine Runde zusammenkriegt und ja. Boah. Nice gemacht, Tim. Nice, GG. Das ist nice. Immer gewonnen. Ich hab mich auch angestrengt. Boah, da kannst du mal eine Karte wählen. Ja, warte mal. Und raus bist du. Das ist ein Busch. Okay. Es war Stärke, ne? Ja. 520? Auch 550. Mach alles und mega nah dran. Alter! Und Tim fängt schon wieder an. Ja, sorry, Leute. Also, ich möchte mal anmerken, alle meine anderen Karten waren Stärke Bestien. Ja, aber. Nö. Muss ich Kakturengardia ziehen. Oh ja, ganz gut. Alter, hab ich richtig gut. Ich würde mal sagen, wir nehmen Imposanz. Imposanz. Imposanz ist die Grimasse, ne? Ja. Nimm mal die. Mann, obwohl. Mann, ne? Du hast drei Karten. Ach, doch mal das. Gut. Oh, es hat geleckt, sorry. Da. Okay. Tim fängt an. Was haben wir? Umkehrung. Wertesenkung in Erhöhung verändern sich, okay. Dreht die Gewinnbedingungen des Wettbewerbs um. Sprich, das mit der niedrigsten Imposanz gewinnt. Aber du darfst neu würfeln, wenn du willst. Okay, dadurch darf neu gewürfelt werden. Ich mache es auch, weil so ein Niveau-Reihe sonst triggert. Das heißt, egal was jetzt kommt, der mit dem Negativwert in dem Bereich gewinnt das dann, ne? Genau. Es ist das Plus. Was ist das Plus? Achso. Extra. Das nochmal würfeln. Ich darf nochmal würfeln. Warte mal, extra Karte heißt das Plus. Darf ich jetzt von dem Random-Spieler die Karte klauen? Nee, es sind halt zu viele Seiten vom Würfel. Dann nicht so viele Wettkämpfe. Okay. Wir spielen auf Niedlichkeit. Ja, toll, negativ. Danke. Oh, negativ. Ja. Zwei im Stechen. Alle zwei. Zwei im Stechen. Nein. Das heißt, alle außer Moller stechen nochmal. So, dann legen wir nochmal. Folgenden neuen Bereich und dann aber wieder normal, ne? Boah, dass Giratina in einem Niedrigkeitswettbewerb bewegen kann. Anzahl Fangen, also Anzahl Entwicklung. Müssen wir jetzt da die erste Karte nehmen? Nee, oder? Nee, Fangrate ist es doch. Das ist Fangrate, Ach, Fangrate. Okay, dann nehme ich die hier. Boah, Wahrscheinlich hast du auch eine 255er. 255? Ja. 255, 255. Schwarm bringt nix. Speckschicht. Schwarm bei euch nicht. Okay. Oh, wow. Speckschicht auch nicht. Wenn wir jetzt noch ein Stechen haben, wird nur eine einzelne Karte immer nachgezogen. Fangrate, fuck my life. Ach, scheiße, jetzt kommt doch nicht meine Legende hier. Ja. Was habt ihr? Fünf? Wow. 300, ja toll. Wow. Geile Scheiße. Ja gut. Es tut mir ja leid, Leute, ich mach's ja nicht absichtlich, aber... Natürlich. Natürlich nicht. Wow, jetzt hätte ich mal... Was ist da... Nein, nicht das ganze Deck, bitte, danke. Welche für langweilige Viecher, ey, die können nix. Allesamt. Ich find die Fähigkeit gerade geil von meinem Pokémon. Tim, du darfst das machen. Das ist bitter. Ich schaue mir hier gerade die Sachen an. Ich glaube, mein Pokémon ist selbst gegen den anderen Karten auf der Hand das schlechteste. In allen Bereichen. Also, der Lirislas. Oh, ja. Ungefähr. Nehmen wir Entwicklung. Entwicklung. Ja, gut. Ja, wow. Es sind eh alle Kacke, ist egal.
Na gut, dann nehme ich. Ja, doch, ja. Hauptsache Tim gewinnt nicht. Dreieinhalb? Drei, dreieinhalb. Ah, oh, okay. Okay, wir sind schon mal. Tim, wir dürfen neu kämpfen im Bereich. Oh, hä? Gewicht. Oh, bei. Gewicht. Was ist jetzt eigentlich hier deine Fähigkeit? Meine Fähigkeit, wenn ich verloren hätte, verliert das Pokémon. Okay, aber du hast es nicht verloren, ne? Ich habe ja nicht verloren. Ja, okay. Okay. Gewicht, Tim. Es kommt definitiv ja, nicht zu noch einem weiteren Stechen. Das weiß ich schon, weil den Wert gibt es nicht mehrmals. 340 gegen 255. Ja. Jawohl, endlich besiegt meiner Tim. Ja, so schwer ist es jetzt aber auch nicht, ne? Also, spielt dir jetzt nichts drauf ein. Okay, ich nehme Niedlichkeit. Niedlichkeit. Hm? Niedlichkeit. Mhm. Ja, boah, das kann interessant werden. Das, ich hab, das ist kein ich gut, hab kein, keine gute Karte, aber bei Niedlichkeit kann ich vielleicht was rausreißen. Oh. Vielleicht habt ihr nicht gerade was Gutes. Achso, das würde auch gehen. Wobei, dann mach ich das hier. Ich glaube, nee, Josh hat eine nice Fähigkeit. Ich glaube, da bringt mir das nichts. Ich glaube, da muss ich burnen. Hat er vorhin gesagt, da muss ich burnen. Ich finde die Fähigkeit nur cool, was sie macht. Generell. Alter, wer leckt denn daher so? René leckt. Was? Wollen wir halt? Ah, René? René leckt. Ich lecke. Ja, jetzt geht er wieder. Bum, 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 bum. Okay. Das ist ein Blutzug mit 3, ein Porygon mit 3 und ein Dragosso mit 6. Und ich habe ein Lanternecto mit 6. Da ich dich aber verbrenne, da du kein Feuer-Pokémon bist, kriegst du 2 Niedlichkeit runter und eine Imposanz rauf, was mir aber Niedlichkeit den Sieg bringt. Moment. Würfeltypenschwäche danach. Genau, das ist wieder das mit den wir würfeln bis 6. Okay. Du mal die Hand ab. Aber es fängt auf jeden Fall. Du geh einfach mit Alt drüber. Nein. Danach alle Gegner. Also das Typenschwäche brauchen wir ja nicht. Das ist ja irrelevant. Das heißt, wir alle würfeln, bis eine 6 kommt. Also fängt da mal der René an. Eigentlich braucht René nicht. Und, das stimmt, eigentlich brauchen wir nur... Tim kann noch eine Fähigkeit übernehmen. Ja. Also Tim kann entweder deine Fähigkeit oder meine Fähigkeit übernehmen. Ja, aber ich würde mal sagen... Ich werde mal die Möglichkeit nutzen, meinen Router neu starten. Okay, das heißt aber, wir starten. Bin gleich wieder da. Okay. Das heißt aber, dass Tim mit deiner Fähigkeit zuerst anfängt. Weil erst fange ich an, senke eure Niedlichkeit überall um 2. Das heißt, du bist auf 1, du bist auf 4, das müssen wir jetzt aufschreiben, weil so viele du bist auf 1. Ich bleibe noch auf 6. Ja, okay, dann müssen wir aber trotzdem alle würfeln. Im Endeffekt würfelt ihr beide jeweils einmal wegen eurer Fähigkeit, also solange bis ihr eine 6 würfelt. Und René und ich müssen zweimal bis zur 6 würfeln und verlieren. Nee, halt. Wir müssen... Achso, doch, stimmt, ja. Ja, doch, wir anderen beiden müssen halt zweimal würfeln. Dann soll ich anfangen? Ich kann anfangen. Ist ja egal, wer anfängt. Warte, dann. Im Endeffekt macht es ja keinen Unterschied. Okay, also ich muss eine 6 würfeln. Für jede 1 bis 2 geht es um einen zwei, runter. Also minus 1. Das sind schon mal 3. Das bleibt. Komm schon. 2. 2? Oh, ich dachte, es kommt noch eine 1. Okay, haben wir gleich 0 draus. Das war doch keine 6, oder? Nee. 1. War noch eine? Okay. Ja, war noch eine 1. Und da, okay. Das heißt, du bleibst auf 1. Tim, würfel du schon mal? Ich zieh mal kurz René wieder rein. Zack. Also, Baby René. Ha! Tim bleibt auch bei 1. Zack. Hell. Du bleibst bei 1. Das wollte ich machen. So. Gut, so. Da komme ich wieder. Okay, dann ich würfel einfach schon mal. Das kann ja sein, dass es dann irrelevant ist. Genau, du musst zweimal. Ich muss zweimal bis zu Dings, ne? Nee, irrelevant. Achso, ja doch. Kann irrelevant. Also. Es kann irrelevant werden. Ah, okay, 5. Ist immer noch die gleiche Runde? Ja. Alter. Einfach mal. Wir haben die Tragosso-Fähigkeit und... Die gedoppelt, weil Porygon die übernimmt. 4. Oh Gott. Ich brauche 6. Jawohl, die erste 6. Okay. Das heißt jetzt noch einmal für Moller das gleiche. 3. 3. Wenn ich eine 6 würfe. Boah, 2. 6. Ja! Nein! Dadurch gewinne ich die Runde. Oh, aber knapp. Obwohl, René hat noch die Chance. René kann nur noch negativ werden. Ja.
Ich bin ja, auf 2, er kommt nicht höher, weil er nur runtergeht. Ich komme einfach stimmt, nicht hoch. Alle haben 2 verloren. Er hat doch schon 2 verloren. Ich gewinne mit 2 Niedlichkeit das Niedlichkeitsduell. Das war ziemlich lustig durch die Fähigkeit. Boah, ich hätte doch das andere Pokémon nehmen sollen. Das hätte das noch reißen dann, können. Dann hättest du auch, du hättest mal genauso wie ich 2 mal bis 6 würfeln müssen und genau wie Moller einfach Ewigkeiten drauf rumhängen können. Naja. Okay, was haben wir denn hier? Bullshit. Ja, Bullshit. Fangrate. Fangrate. Ja. Fangrate, okay. Ja, dann muss ich jetzt den hier nehmen. Das ist wahrscheinlich den, der Fangrate nicht verlieren kann oder so. Oh, stimmt. Gut, dass du das sagst. Wenn er Kamera hat, dann... Ich muss meine sowieso spielen. Bei mir ist es egal. Ja, okay. Stimmt, er muss sie spielen. Gering die Chance, dass er Kamera also? Jetzt gerade hat. Okay. Und? Ich hab Ditto. Okay. Ja, alle. Das ist egal. Alle... Ja. Spielen mit. Nee, es darf neu gewürfelt werden. Es darf neu gewürfelt werden. Oh, stimmt. Wer kommt zuerst? Erstmal kommt der Schwarm, der ist irrelevant. Wobei, nein, der Schwarm wird eventuell nicht irrelevant. Zusatz-Pokémon. Was heißt pro Zusatz-Pokémon? Ja, du kannst halt. Achso, da unten, genau. Würfeln. Achso, genau. Tim, du würfelst einmal. Das muss jetzt auf jeden Fall gewürfelt werden. Und du merkst einfach, was du gewürfelt hast. Ne, 2. Du schreibst einfach auf, ihr Menschen. Also du hast zwei gewürfelt. Wir rechnen nachher aus, falls wir es brauchen. Willst du neu würfeln oder willst du ein Stechen mit allen? Warte, das ist deine Entscheidung eigentlich. Danach richtet sich das. Ich schau gerade, wo es sich am meisten lohnt. Im Endeffekt gewinnst du bei... warte mal, Stärke hast Tim schon zugelegt. Ja, Stärke ist Tim. Du gewinnst maximal bei Imposanz. Und Gewicht. Nee, da hat auch Tim. Und René zieht immer gleich mit dir. Tim hat auch bei Position gewonnen, wenn dann, ne? Der hat ja 4. Achso. Ja, das heißt, du darfst aussuchen, ob du generell eine von deiner Hand spielen möchtest oder ob du ins Risiko... Ich würde neu machen, dann schließt du Tim auf jeden Fall schon mal aus. Könntest Tim ausschließen. Ja. Aber du könntest... Ich könnte allerdings auch auf Niedlichkeit verlieren. Du könntest halt trotzdem auch verlieren. Ja, Runde. Das stimmt. Das ist halt die Frage. Willst du lieber... Ja, mach mal neu. Du würfelst neu. Okay, dann darfst du hier neu würfeln. Dann. Also mit den Karten jetzt hier. Mit den Karten neu. Ja. Auf Entwicklungen. Entwicklungen 2, 4. Okay, dann bin ich Myrapla. Okay, das ist klar. Das heißt, René und ich gehen in ein Stechen. Es war nur die Frage, wer mit René in ein Stechen geht. Ja. Okay. Dass ich mich in ein Myrapla verwandle, dass ich das noch erleben darf. Ja. Ja, Myrapla, Coco, wei. Nochmal Entwicklungen. Eieiei. Ja, das habe ich immerhin eine 3. Ich habe eine 3,5. Verdammt. Danke. Mann, wieso kann ich nichts gewinnen hier? Hey. Meine Karten. So, mal nachziehen, wobei es eigentlich egal ist. Alles Schiebung, nein. Mensch. Ja, Clown, jetzt zieh ich die... Warte, was war das jetzt? Entwicklung. Ich möchte einen Stärke-Wettkampf. Einen Stärke-Wettkampf. Yep. Stärke-Wettkampf. Also, nehmen wir den hier, würde ich sagen. Oh, verdammt, ich hätte vielleicht auch Imposanz. Nehmen wir den hier, würde ich sagen. Hätte ich auch Imposanz. Toffi, er legt das Richtige. könnte das ganz gut werden. Aber Imposanz ist so viel. Boah. Was auf jeden Fall, dass es die Stärke ein paar Mal gibt. Aber das ist ja, du, dann mach ich das mal. Na, dann. Bleiben wir noch. Alle bereit? Ja. Jo. Flipperino. Oh ja. Du hast ein Unlicht-Pokémon, ich krieg 20% Stärke. Damit gewinnst du. Warte. Gewinn ich damit? Nein. 20% sind über 100, also, das sind, heißt, du kommst auf 600. Du kommst auf 600. Oh ja, oh ja. Genau. Und du kannst doch ein Geschenk machen, aber warte mal. Eben. Genau, stimmt. Du kommst zuerst dran, Geschenk kommt sowieso zuerst. Das heißt, du übernimmst... Ach so. Verändert den gesuchten Wert jedes Pokémon um 50%. Aha. Ja, René. Das ist übrigens eine 4 bis 6 positiv. Ja. Das heißt, René, Würfel? Nee. Jeder für sich selbst. Bei 3 passiert einfach nichts. Nein. Das sollte 4 sein, glaube ich. Sollte eine 4 sein. Ja, weil das macht keinen Sinn, das ist 3 alles. René, du beginnst. Okay, also 4 ist gut. Alles auf 4 ist gut. Damit hat René gewonnen. Wir brauchen alle anderen brauchen nicht würfeln.
Ja, geil. Oder sowieso schon den höchsten Wert nach seiner Werteveränderung. Oh, ja. Hab ich auch mal gewonnen. Ey, wer hat das Pokémon weggemacht? Das ist meins. Es wär interessant gewesen, wenn du negativ gewürfelt hättest. Dann hätte jeder nämlich doch gewinnen können. Das wäre richtig gewesen. Gut, dass du ein Unlicht-Pokémon gemacht hast, ey. Eine einzige Chance. Ja, was? Ich musste aussuchen, womit wir kämpfen. Ich hatte keine Wahl. Stimmt. So, okay. Jetzt habe ich hier. Machen wir mal. Imposanz. Ist das dein Ernst? Imposanz. Ja. Imposanz. Naja, das muss auch mal gewinnen jetzt ein bisschen. Du musst leider die Karte opfern. Das ist so, sad. Was haben wir? Imposanz. Du musst einfach nur dein Mega-Reichweiter spielen, dann ist alles gut. Ja, Mega-Reichweiter gleich meint. Warte, das ist die hier. Woher weißt du das? Weil da liegen mir Signo und Mega-Rayquaza auf der Hand. Ja, hätte ich das gewusst. Echt? Nein, keine Ahnung, das war geraten, weil letztes Mal schon mir Signo weg war. Und das wäre aber lustig. Ich würde es auf jeden Fall am Ende der Folge gucken. Stapel, glaube ich. Oder das ist doch das komische Rauschen. Ja, ja, ja. Das war bei mir im Stapel. Okay, ich habe eine 8. Eine 7. Oh, das und ist Werteveränderung René, gibt's nicht. Werteveränderung gibt's nicht. Okay, dann geht es an René. Ja, ich hab gewonnen. Ich bin der Beste. Ich muss ganz kurz mal weg. Oh. Ganz schnell. Okay. Ich nicht heulen. Okay, ich reiß mich zusammen. Oh, der ist geil. okay. Soll ich mir da den gleichen Satz sagen wie in der letzten Folge? Was denn? Ja, damit kann ich ja nicht verlieren, oder? Machen wir Entwicklungen. Mach mal. Entwicklungen. Ja. Damit kann ich ja nicht verlieren. Ich frage mich gerade, um welche Karte ich opfern soll. Also entspannt. René, du meinst wirklich, du kannst mit dieser Karte nicht verlieren. Ich sehe es schon kommen. Ich wette dagegen. Ja, ich weiß. Na, obwohl, doch, deine Aussage könnte wahr sein. Aber das heißt, Also wenn du wieder Evoli hast, hast du natürlich gewonnen. Ist klar. Ich habe nicht Evoli. Ich würde trotzdem interessieren, was hier auf der Hand liegt. Von dem. Wir wissen, was das hier ist. Was das hier ist. Und das hier. Das hier. Können es einfach mal umdrehen, hey Mensch. Genau, dann verschweigen wir das gegenüber. Komm, wir drehen es einfach mal um. Nein. So. Also, ich habe die Aussage gemacht, ich kann ja mal wieder nicht verlieren. Und zwar Entwicklungen. Hat Entwicklung genommen. Genau in der letzten Folge. Hat einen Lag. Was hatten wir? Entwicklungen. Ja, aber ich würde sagen, er verliert. Kann gut sein. Wieder gegen Tim, wieder Evoli. Ja. Das kann ja wohl nicht sein. Nein, ja. Ich verliere auf jeden Fall. Ich habe 2,5. So. 6. Oh, ja, da kann jemand brüllen. Scheiße. Ja, okay, es ist klar, was er wegbrüllt. Ah, nee, Quatsch. Ich habe jetzt beim Falschen geschaut, nee. Ja, im Endeffekt kannst du aussuchen, ob René, der schon einige Karten hat, oder Moller gewinnt. Also, René hat ja gemeint, er kann nicht verlieren. Das heißt, du musst eigentlich wegbrüllen. Also, die Aussage, dass du mit dieser Karte nicht verlieren kannst, war teilweise korrekt, allerdings hast du die Karte jetzt halt nicht mehr. Boah, danke, das ist die beste, die du ziehen konntest. So, nice. Also, mit der ziehe ich ja gleich. Mit Moller. Entwicklung mit Moller, ja. Und ich dürfte Moller. Ne, ich darf ihn nicht töten. Du darfst sowieso nicht mehr, weil du ja schon deine Fähigkeit gewirkt hast. Die Karte kommt nur so. Oder zählt die Fähigkeit dann nochmal? Würde schon sagen, oder? Okay. Wenn du reinkommst. Aber er hat keine höhere Fangrate. Ja, gut. Dementsprechend ist nur noch Kanimanis Angeberei, womit er einen neuen Wettkampf bestimmen darf. Ach ja, ab dann. Dann darf ich aber trotzdem noch jemanden töten. Dann darfst du noch jemanden töten, der eine höhere Fangrate hat. Ja, also Pyroleo. Du darfst es versuchen. Ja, also komm, machen wir das einmal zuerst, ja. Ich will die Pyroleo töten. Kann ich nicht. Okay. Schade. Ja, gut. Welchen Wettkampf möchtest du? Warte, wir gucken, ob du einen gewinnen kannst. Ich schau gerade. Also 10% Stärke, Gewicht, Fangrate. Und ein Impräsenz, Niedlichkeit. Okay, kriegen alle anderen dazu. Ja, Moller gewinnt, weil Typenschwächen gewinnt er. Und er darf den Wettkampf neu bestimmen. Ja, dann, das stimmt. Der machen wir das mal schnell, das stimmt, bevor wir jetzt 10 Jahre suchen. Typenschwächen gewinnt er, weil er die wenigsten hat von uns. Schade, war eigentlich. Ich finde diese Fähigkeiten so cool. So, ja, ich gewinne das jetzt. Ich habe eine Karte, mit der kann ich nicht verlieren. Oh Mann.
zweite Mal Rotom verloren. So, voilà, dann schieß mal los. Was gibt es? Oh, das ist nicht, die Karte wird blöd. Du musst die. Nein. Du musst die. Achso, stimmt, ich muss ja die erste. Ach nein, ich will die aber nicht. Nee, das ist die blödeste Karte, die ich hätte kriegen können dafür. Das ist eine andere Sache. Was möchtest du? Gute alte Loris Lars. Ich wollte gerade nachgucken. Ah, wie ist er nochmal beschrieben? Ach, der Loris Lars. Okay. So, was gibt's denn? Ja, ich habe halt die Fähigkeit. Ist ja egal. Die Fähigkeit triggert aber erst die Fähigkeit. Okay. Du wählst einen Wettkampf und die Fähigkeit triggert sowieso erst, wenn du sie aufdeckst. Okay, ja, dann gehe ich auf. Na, was macht denn am wenigsten? Gewicht. Gewicht? Mhm. Gott. Ist das jetzt dein Ernst? Nicht. Ja gut, hier, GG. Meine Karte schon mal raus, die kann direkt weg. Oder wenn alle so reagieren, dann hätte ich vielleicht doch noch eine Chance. Oh, ich weiß nicht. Vielleicht dreht er auch wieder alle den Wettkampf um und das leichteste gewinnt. Nee, diesmal nicht. Ich habe einfach nur eine Kackkarte. Aber eine schöne Idee. Ja, das ist ein schöner Ansatz, wenn du überlegst, welche du opferst, dass du dann einfach aus Prinzip die allerleichteste nimmst, wenn jemand schon so auf sowas geht, weißt du? Das ist schon. Soll ich oder soll ich nicht? Ja, die Karte ist eigentlich eh kacke, die ist nur so average, von daher nehmen wir die einfach mal. Okay. Tim hat auch. Dann, ja, ich komm. Irgendwas mit 50. Ja, wir dürfen wieder um, ne? Also der Wettkampf der vorherigen Runde, es wird um den Wettkampf der vorherigen Runde gespielt. Ja, stopp. Okay. Die vorherige Runde betrug, War Typenschwächen am Schluss. Ja. War Typenschwächen am Schluss. Das heißt, okay, Celebi ist raus. Oh, scheiße! Plus eine Minon gewinnen. Oh. Aber das gibt noch was, oder? Nee, Gesang okay, bei mir gut. Bringt nichts. Okay, das heißt, ja, gut, mein Typenschwäche ist am niedrigsten. Ja, aber du hast noch die Fähigkeit. Warte. Ja, aber wenn ich würfel, das bringt nichts. Warte, was ist der da? Maximal. Ach so, es wird stimmt. Nur höher bei ihm. Also ja. Ja, höher wäre wär ja gut. Aber. Ja, aber es wird ach, um eins nicht. Es ist nur um eins, ja. Das ja okay. Stimmt. Warte mal, was hatte ich? Ich hatte drei. Ich hatte drei. Verdammt, wieso habe ich nicht eins der anderen gespielt? Die haben Typenschwächen, die gut sind. Gesundheit. Ja. Danke. Aber die sind so gut in anderen Bereichen. Die wollten Gesundheit. 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 Also, warum kann let's ich nicht drauflegen? Weil die zu verdreht sind. Mach einfach so und geh. Ja. Okay. Gigi. Ich nehme. Typenschwäche. Ja? Typenschwäche. Entschwäche. Hat er Missigno oder hat er es nicht? Hat er Missigno oder hat er es nicht? Hat er Missigno. Missigno hat er noch nicht gespielt und er meinte, es wäre in seinem Stapel. Nein, letzte Runde war es in meinem Stapel. Ach so, okay. Als er reinsortiert wurde. Sie könnte aufdecken, ne? Okay. Aber ich hab's. Ja, aber es spielt keine Rolle. Ich hab Angeberei, Mensch. Ich darf den Wettkampf neu bestimmen. Niedlichkeit gewinnst du nicht. Gewicht gewinnst du nicht. Entwicklung gewinnst du. Entwicklung gewinne ich? Entwicklung gewinne ich, Alter. Her damit. Okay. Arschloch. Ich habe eine Karte mit, der kann ich nicht verlieren. Ja, die Überzeugung hatte René vorhin auch. Genau das Gleiche. Stimmt. Okay. Aber ich fühle mich trotzdem gut. Oh ja. Geil. Dann hau mal raus. Gut. Ich habe noch Gewinnchancen, Alter. Wir sind alle relativ nah aneinander. Ja. Außer Moller. Nee. Wobei selbst du jetzt, wenn du die restlichen Dinger gewinnst, ist gut. René, sag mal an. Ah ja, ich muss alles ansagen hier. Also ich kann ja nicht verlieren, oder? Mit Entwicklungen, oder? Entwicklung? Ernsthaft? Ich habe die Karte ja immer noch auf der Hand. Die wurde ja zurückgebrüllt. Okay, Entwicklung. Ich hab da eine Karte. Dann würde ich mal sagen, welche hau ich denn weg? Ja, ist klar. Aber ich muss ja, ich kann ja nichts anderes. Ich will nur mal kurz gucken, ob die was anderes noch hat, aber es ist Entwicklung. Ich will nur kurz gucken. Okay, nee, was anderes kann die nicht. Von daher. Das ist wunderschön, Neo. Ist das Patamon von Digimon? Genau. Ach, ich dachte, das wäre ein Pokémon, okay. So, dann. Dann hast du bestimmt ein Evoli? Nein. Ja. Oh.
Ah. Und keine Fähigkeiten im Game, mein Stoff. Kackmist. Das ist lustig. Es geht. Es geht. Mimi. So, also. Alter, was ist das denn? Das nicht. Ich nehme Stärke. Hatten wir eigentlich das Pokémon schon, was die Gewinnbedingungen umkehrt? Ja, hatten wir vorhin. Ah, ne, okay. Somnivora war vorhin schon mal da. Okay. Da habe ich mich schon gefreut, dass ich vielleicht mit einem Einser-Niedlichkeit gewinnen könnte noch. Ach so. wir kämpfen gerade um Stärke, ne? Das wollte ich um Stärke, okay. Um Stärke. Stärke. Tschüss. Boah, ich weiß nicht. Ja, komm, jetzt entscheid dich. Komm, René, mach was. Ja, okay. Der mischt seine Karten, das darf er doch nicht. Okay. Ich komme auf einen 600er Wert. Ich nicht. Aber wenn ich 4 bis 6 würfel, darf ich dafür das 680, zurück. Okay. Ja. Ich darf mal würfeln. Ob er es wieder auf die Hand kriegt. Na gut, das war eher abgelegt, aber egal. Okay, das heißt, Molla darf die letzte Runde, das ist jetzt die letzte Runde, weil ich die letzte Karte gerade aufgehoben habe. Nicht, wenn sie gleich wieder zurückgeschmissen wird, oder nicht? Ja, doch. Ach, wie soll ich eine zurückkriegen, wenn ich nicht Trassler habe? Sonst wieder auf meine Hand zurückkehrt. Nein, dann hat ja jemand irgendwas, wo das rausgeschmissen wird. Ich werde meine Karte aber nicht behalten. Das ist ja irre. Ja, dann gehen wir mal auf Gewicht. Gewicht. Ist das? Dass dieses hässliche Vieh nicht mehr wiegt, finde ich frech. Na, komm, jetzt auf! Okay. Ja, gut. Er hat Relaxo. Okay. Ich würfel aber nochmal mit Molla darum, ob sein Relaxo verschwindet. Nochmal von der Punktzahl. Was brauchst du dann? Wir würfeln gegeneinander. Ah, okay. Und wenn du besser bist, dann darfst du. Na, fang an. Nochmal. Entscheidet zwar nicht viel. Oh, nein. Ja, also ziemlich. Ja, doch. Es entscheidet was. Okay. Das ist eine 3. Mollas Relaxo und mein Traumbark, oder wie das heißt. Damit bin ich nicht letzter, ja geil. Damit bin ich auch noch letzter. So, alle Karten zusammenziehen. Bei mir sind es 22. Achso, die kommen auch noch da drauf. Bei 21 bei Tim. Oh. Warte mal, was? Alle, ne? Alle von denen. Bin ich besser. So. Die hier auch, okay. Warte, da habe ich mehr als. Ich bin nicht letzter. Oh. Was? Mann. GG, wie spannend. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn wir das häufiger spielen sollen. Disliked bitte alle Parts, in denen ich verliere. Danke. Nein, nicht alle meine Pokémon-Parts. auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Cheerio.